Moin Leute, hier zurück bei Ghost of Tsushima. Wir haben noch zwei Nebenquests offen und auch hier einmal die mystische Quest noch. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Nebenquest fertig. Bin ich so der Meinung. Ich glaube, wir fangen erstmal hier an. Ist das hier eigentlich? Mühle von Asago. Okay, ich glaube, wir machen das hier erstmal verborgen im Schnee. Fangen wir da erstmal mit an. Also kurz einen Startpunkt suchen. Mache erstmal Nebenquest, alles was noch da ist, und danach machen wir dann halt die Hauptmission, damit ich halt die anderen Sachen weg habe sozusagen. Die Hauptcharaktere haben wir ja schon erledigt, das sind jetzt ja schon durch. Ja, ich hab's noch nicht gehabt. Okay, gut, machen wir den Fuchs auch nochmal kurz. Und ja, das ist halt das Ziel. Erst eine Nebenmission und dann die Hauptmission weitermachen. Aber wie gesagt, die Hauptcharaktere haben wir schon komplett durch. Das ist schon mal ganz nice eigentlich, finde ich. Also, macht doch Bock natürlich. Und dann gehen wir langsam gegen hier den Mongolenherrscher Kutulkan an und dann mal schauen, was da alles kommt. So, Fuchs, willst du hier hinführen kannst? Ja, wie springt der? Wie springt der denn? Besser als ich auf jeden Fall. Den nehmen wir auch nochmal kurz mit. Oh, cool, sowas hätte ich gemacht. Das verstehe ich nicht. Was gab's jetzt? Was stand da eben? Nix oder was? Okay. Das habe ich nicht ganz verstanden. Was gab's denn jetzt? Aber nicht aufgepasst. Naja, kann ich nochmal eine Videoaufnahme angucken, was ich hier gekriegt habe. So, wie gesagt, neues Pferd kriegt man auch immer, da muss man aber halt irgendwie Gins irgendwas erledigt haben, kriegt man ein neues Pferd, aber jetzt im Moment erstmal nicht. So. Nebenquest 500 Meter. Muss ich schon auf die andere Seite? Warte mal, ich muss ja gucken. Ne, muss ich noch nicht. Machen wir es vielleicht doch. Ich leite mal lieber hier rüber. Und sorry jetzt schon mal für das Räuspern und so. Weil ich nehme mal früh morgens auf und immer wenn ich aufstehe, dann habe ich irgendwie Räusperkram. Ich weiß nicht wieso. Sorry dafür. Was ist hier? Oh, da sind Gegner. Da sind Gegner. Geil, Gegner. Oh. Also, wollte ich gerade angreifen. Alter, wie stark sind die? Moment, ihr kommt ja alle dran, keine Panik. So, jetzt sind wir da hinten. Oh. Stark. War ja ein bisschen erschrocken gerade, du. Mann. Das kann man mal lange schon nicht mehr gekämpft hat. Da muss man erst sehr viel da gewöhnen. Egal, geschafft. Vor allem bin ich erstmal reingesprungen, einfach. Beziehungsweise habe ich ein Pferd erstmal runtergeholt. Auch gut. Aber nichtsdestotrotz, geht weiter. Du. Oh, noch mehr? Okay. Prozess gemacht.
Also wenn die Sachen alle aktiv sind, dann könnt ihr die alle so wegschnitzeln. Das ist echt unglaublich. Ich meine, das ist geil, aber auch irgendwie ein bisschen zu easy. Bald seid ihr frei. Aber retten muss ich die Leute trotzdem hier, wie ich schon unterwegs bin. Mein Leben gehört euch. Ihr seid sicher? Nehmt dies. Ich habe sonst nichts. Was kriege ich hier eigentlich immer? Oh, falsch mitgenommen. Sorry. So, das ist ein Wohngebiet hier, ich glaube schon. Was ist hier los? Bärchen? Okay. Sorry, Bärchen. Aber ich brauchte noch Optifell. So. Mühle von Sarko. Ich suche die Stadt. Okay. Ich will keinen Ärger. Warum rennt er weg? Das weiß ich auch gar nicht. Morgen im Schnee, ja. So hoch. Also. Der ist ein bisschen hoch. Es wurde mir angezeigt, ich soll hier hochgehen. Jemanden. Verzeiht, mein Herr. Ihr solltet im Färberhaus nachsehen. Sota ist der, den ihr sucht. Färberhaus. Finde Sota. Färberhaus? Was ist ein Färberhaus? Finde Sota. Kann ich auch noch irgendwie sprechen? Bitte, mein Herr. Sprecht mit Sota, dem Färbermeister. Ja, toll. Toll, toll, toll. Oh, verzeiht, mein Herr. Ich hab euch nicht gesehen. Das sieht nach Färberhaus aus. Hängt viele Laken vor. Anscheinend wohl nicht. Da unten. What? Hä? Ich suche nach dem Anführer, Sota. Hä? Das ist irgendwie ein bisschen komisch hier. Ja, echt gerade ein bisschen doof, ne? Wo ist denn der Vogel jetzt? Also nicht der Vogel, sondern Sota. Da unten? Ey, komm! Ihr seid der Samurai, den sie den Geist nennen. Und doch fliehen die Euren vor mir. Warum? Ein Fremder könnte alles sein. Mongole, Bandit. Wenn sie euch ausplündern, kann ich helfen. Bemüht euch nicht. Wir bekommen das alleine hin. Ihr lehnt meine Hilfe ab? Unsere Feinde sind Krankheit und Hunger. Nicht durch Klingen heilbar. Wie ihr wünscht, Sota.
Okay. Wieso nicht helfen, an die Quest beginnt? Okay, dann wird da wahrscheinlich irgendwas passieren, gehe ich von aus. Hier stimmt was nicht. Ja. Ich sehe mich mal um. So, ist natürlich immer wegweisermäßig immer ein bisschen schwierig. Finde ich zumindest. Untersuche die Stadt. Ja, was soll ich denn jetzt untersuchen? Das ist meine große Frage. Wo soll ich hin? Was soll ich untersuchen? Was wollt ihr von mir? Ich weiß es nämlich nicht. Soll jetzt von Haus zu Haus latschen hier und rumlooten? Oder was wollt ihr von mir? Hallo. Entschuldigung, erstmal auf den Leichen rumkrebsen hier. Ja, ist schön, dass ich jetzt durch die Häuser gerannt bin, aber braucht das natürlich nichts. Tja, ich weiß nämlich auch gerade nicht. Also hier ist genug Blut, um irgendwie was festzustellen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber das reicht wohl nicht. Oh, da ist auch eine Leiche drin. So, ich habe eigentlich alles durchforstet hier. Dann müssen wir eigentlich irgendwann mal weiterkommen hier, oder? Ja, frieren. Also eine Mission mag ich auch zum Beispiel nicht. Untersuche hier, untersuche da. Geh dahin, mach das und so. Und tralala. Oh. Wütender Blick. Serujus. Wütender Blick, okay. So, hier bin ich schon mal falsch. Ich muss, es hilft, wie gesagt, wenn man ab und zu mal einfach rausgeht. Die Frage ist, wie gesagt, was soll ich jetzt hier untersuchen? Der hat, glaube ich, da hochgezeigt, da wo die Leichen sind. Aber irgendwie war da ja gar nichts angezeigt. Vielleicht buggt die Mission noch ein bisschen. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber eigentlich haben wir hier ja ordentlich was zum Gucken. Also, hier wurden auf jeden Fall alle niedergestreckt hier. Aber ich kann nichts weiter machen. Ich verstehe auch gerade nicht, was sie von mir wollen. Mit untersuchen. Er wollte keine Hilfe. Hier stimmt irgendwas nicht. Bla bla. Nichts anklicken. Hier ist nichts markiert oder irgendwas. Was soll das, Leute? Ich raff's gerade nicht. Das ist auch wieder ewig und 3 Tage, bis ich fertig bin, bis ich was gefunden habe. So, ich möchte gerne mal gucken. Hier, so, das ist unsere das Stadtgebiet. Ja, planen den Angriff auf die Festung. Ne, das war jetzt was. Ja, ich gehe nochmal eben kurz woanders hin, damit ich nochmal sehe, wo das Zeichen drauf ist, weil. Achso, warte mal, ich war glaube ich oben noch nicht drin, ne? Warte mal, ich kann nach oben hingehen. So. Aber hier ist auch nichts. Außer Loot. Hä? Alter, das kann doch nicht angehen. Das geht mir ja richtig offen. Das sagt man auf den Zeiger gerade hier. Hier drüben. Hä? Hier lang, mein Herr. Aber lasst etwas Abstand. Was wollt ihr? Bitte, kommt mit mir. Ihr steht jetzt einfach hier an der Seite. Okay.
Ah, geile Moves, oder? Ah, da will man jetzt bestimmt die Leichen zeigen. So geheimnisvoll? Ich kenne diese Leute nicht, mein Herr. Sie sollten uns besser nicht zusammen sehen. Sie verbergen etwas. Sie meiden diesen Ort, als wäre er verflucht. Aber ich sah, wie dieser Sota hier vor einigen Nächten herumschlich. Ihr seid mutig, das zu sagen. Versteckt euch und seid vorsichtig. Was verstecken diese Leute? Kleidungsfetzen von Frauen. Blutige Handabdrücke, Kratzspuren. Hier waren Menschen eingesperrt. Sie wollten verzweifelt entkommen. Ja. Jetzt muss ich zu den Leichen. Ah ne, zum Bottich. Hier wurde etwas oder jemand aufgehängt. Also die ganzen Sachen, die ich jetzt angucke, habe ich eben schon alle gefunden. Ertrunken. Was geht hier vor sich? Ja, sag ich doch, jetzt gehen wir zum Leichenhaufen. Wie ich es gewusst habe. Der Boden ist zu gefroren für Gräber. Laut Sota starben die meisten an Krankheit. Alles Männer, durch Waffen getötet. Eine große Gruppe hat die Stadt verlassen. Jemand hat Bewohner getötet. Ein paar am Leben gelassen. Den Rest entführt. Finden wir raus, wohin. Da sucht er wohl irgendwelche Rivalen. Dort lang. Ausgelöscht, oder? Was ist das davon? Die Hände sind gefesselt. Sie wollte weglaufen und wurde erschlagen und liegen gelassen. Das geht ja gar nicht. Spuren. Ich gehe wohl in die richtige Richtung. Hm. Ich sehe jetzt keine Spuren mehr, leider. Da hinten brennt Feuer. Sind da bestimmt da in den Häusern drinne. Hoffe ich zumindest. Vielleicht haben sie im Gehöft halt gemacht. Da sind sie. Hoffentlich leben die Entführten noch. Moment. Ich muss mal eben überlegen. Ich glaube, ich mache mal eben Halluzination rein. Und lasse sie gegen sich selber kämpfen. Legium Harsinta! Wollen sie auch selber gegeneinander kämpfen? Das ist ja geil. Sprengpfeil geschmissen. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, so kann man es natürlich auch regeln, ne? Einfach nur zugucken, Halluzinationen nutzen und schon ist gut. Eigentlich ganz nice. So,
So läuft das. Alles ist gut. Wir gehen mal kurz gucken, ob ich irgendwas zum Looten habe hier. Ah, diese Pfeile sind echt imbar, also kann ich nicht anders sagen. Die sind echt krass. Die machen alle Schrott. Hey, Gegner sind in der Nähe. Oh, da oben noch. Okay. Der nicht mitkriegt, dass hier unten was abgeht. Na gut. So. Ich glaube, das war's jetzt auch. Hoffe ich zumindest. Ne, da hinten sind wir hier, okay. Nein, das hat er mein Ding weggenommen. Ach komm. Ja, sorry. Oh. Ah, sorry. Ja, der super Samurai muss auch mal ein bisschen fehl sein, ne? Oh, was war das denn? Ich dachte, ich könnte wieder was mitnehmen. Es ist vorbei. Ich bringe euch zurück nach Hause. Wir gehen nie wieder zurück. Die Männer von Sago überlebten, weil sie uns diesen Monstern gaben. Aber viele von ihnen sind tot. Diejenigen, die uns helfen wollten. Wir können uns hier niederlassen, mein Herr. Doch nur ihr könnt für Gerechtigkeit sorgen. Die werdet ihr bekommen. So, dann wollen wir mal eben zurück. Ich kümmere mich um die Männer von Sago. Und den mal einen auf den Deckel hauen, wa? Da muss ich Musato mal eben kurz den Kopf abhacken. Oder was anderes. Mal gucken. Ah, muss ich mal gucken. Was ich abhacke. Schauen wir einfach mal. Bewohner von Sago. Ich bin Fürst Sakai. Verschwindet. Sofort. Wie kann ich helfen, mein Herr? Ihr habt gelogen, Sota. Was meint ihr denn? Die Frauen von Sago sind frei. Was hätten wir tun sollen? Wir sind keine Kämpfer. Nein, ihr seid Schweine. Allesamt. Verschont sie, mein Herr. Es war mein Plan. Ich habe sie dazu genötigt. Wie ihr wollt, Sota. Und guten Abend. Der Rest von euch. Verlasst Sago, kehrt ihr zurück. Ergeht es euch wie Sota. Geht! Er hat sich anders verdient, meine Damen und Herren. Er hat sich anders verdient. Mein Herr, was ist hier passiert? Die entführten Dorfbewohner sind jetzt frei. Sie sind in einem Gehöft untergebracht. Geht zu ihnen. Überall ist es besser als hier. So, wie gesagt, Menschenhändler lässt man nicht am Leben. Vor allem nicht, wenn man Frauen verschenkt. Talisman des verlorenen Verstands, okay. So, dann reisen wir jetzt. Nächste Mission. Also Nebenquests müssen erledigt werden. Das muss abgefrischt werden. So, welche Richtung muss ich? Ich bin in die andere Richtung. Wie jetzt in die richtige Richtung oder wie? Yo! So, wie heißt das Ding überhaupt nochmal eben? Was haben wir hier jetzt? Die Entscheidung eines Vaters. Okay. Dauert bestimmt nicht lange. Ich bin mal gespannt, was noch von den Quests kommen. Was ist da unten los? Ein Banner.
Ruht euch auch aus, mein Herr. Ist da einfach ein Banner drin, alles klar. Gegner. Gut, den haben wir auch noch einen wegholen hier. Sehr gut. Hier drüben! Still. Sie töteten meine ganze Familie, Herr. Es tut mir leid. Wo war das? An der Kreuzung. Sie halten jeden auf. Wer nicht zum Sklaven taugt, wird getötet. Geht und trauert um eure Familie. Überlasst die Mongolen mir. Okay, Kreuzung. Da unten. Okay, wie gesagt, da muss man noch ein bisschen was befreien hier auch noch. Aber das kommt alles separat, das muss ich nie aufnehmen. Das wäre halt schwachsinnig. Fürst Sakai, ich schulde euch ein Leben. Hier! So, wir müssen ja gleich da sein. Oh ja. Genta! Nicht heulen. Mein armer Junge! Warum ausgerechnet du? Was ist hier passiert? Die Mongolen haben herausgefunden, dass meine Söhne einen ihrer Vorratswagen verbrannt haben. Ich musste entscheiden, welchen Sohn sie zur Strafe töten sollen. Tut mir leid. Was ist mit eurem anderen Sohn? Sie nahmen ihn mit. Es war sicher Chutas Idee, die Vorräte zu verbrennen. Er könnte noch leben. Wohin sind sie gegangen? Über die Brücke. Habe ich gerade den Dein nicht befreit? Die Entscheidung eines Vaters. Genau. So. Verfolge Mongolen. 10 Meter. So, warte mal. Wahrscheinlich halt wieder Pferden lesen oder so. Ja, okay. Ich steig ab. Ja, Spuren, ich weiß. Da hinten geht's weiter. Hat er auch gesagt, über die Brücke. Was soll der Geiz? Ich hoffe ja. Da sind wir. Boah, Spuren immer noch da. Gut, gut, gut. Spuren zum Gehöft, das ist schon da. Ja, da sind wir doch schon. Genau das gleiche wie vorher auch. Freien. So, erstmal soll ich noch kurz ein paar Blumen. Oder schnitzt sie erstmal einfach durch in der Gegend rum? Ich hab da irgendwo gelbe Blumen gesehen eben. Er geht einfach rein. Er geht einfach rein. Einfach nur super, ey.
Zorion. Oh. Moment. Die Hauptgegner besiegen sozusagen hier. Okay. Verbieselt? Was? So schnell? Alter, kann ich angehen. Helf mir! Sofort. Ich bräuchte keinen Looten mehr, ich mach's auch mal automatisch looten. Bald seid ihr frei. Danke. Euer Vater erzählte mir, dass er euch retten wollte. Mich retten? Die Mongolen fragten, wen sie verschonen sollten. Er nannte den Namen meines Bruders, ohne zu zögern. Als er merkte, dass sie Genta töten wollten, flehte er sie an, mich zu nehmen. Ich will ihn nicht sehen. All das ist geschehen, weil ich Genta bat, diesen Wagen mit mir zu verbrennen. Was soll ich eurem Vater sagen? Dass ihr zu spät kamt, um mich zu retten. Okay, es ist gebongt. Kann man ja dann auch verstehen in der Situation, ne? Kann man ja auch verstehen, jetzt kann ich da aber nicht hinreisen. Oh. Nebenmission ist Nebenmission. Ich will endlich mal ein neues Pferd haben. Warte mal, lacht er eben noch irgendwas? Warte mal. Ich lache eben noch was. Und wichtiges. Ne. Na gut. Blümchen irgendwo hier, die ich gebrochen habe. Blümchen? Orange, lila Blümchen, ja. Die sind einfach, diese Bambus-Dinger sind einfach geil. Oh, jetzt nicht extra einen Kampf machen. Die stehen ja gerade. Was? Die stehen ja direkt vor. Die nehme ich noch mit. Falsche Feige, noch wollte ich gar nicht. Ich schalte sie nacheinander aus. Egal, dann ist er weg. So, wir wollen den Feigling mal. Der Vater ist nicht hier. Vielleicht hinterließ er ja etwas. Shooter, ich hoffe, du kannst mir eines Tages meine Entscheidung verzeihen. Okay. Oh oh, was hat er gemacht? Die Schuld war zu viel. Er hat sich getrieben. Aber die Mongolen trieben ihn so weit.
Tja, so ist das halt in dieser erbarmungslosen Welt von Tsushima. Teils von der Feuerdoktrin, okay. Jo, dann haben wir das auch erledigt. EP kriege ich sowieso nicht mehr, bin ich schon Maximum. Und jetzt würde ich sagen, machen wir da als nächstes die mystische Quest. Aber erstmal gehen wir kurz zurück, weil da gibt es nicht, glaube ich, ein Geschenk am Altar. Theoretisch kann ich noch einige Sachen natürlich, also die ganzen Nebensachen hier, so Fuchsbauten, heilende Wasserquellen, Bambusstämme etc. muss ich eigentlich auch noch alle machen. Das mache ich auch nebenbei, weil eigentlich bin ich schon sehr hoch gelevelt und ja, ich brauche eigentlich nichts mehr. Hat meine Rüstung, die ich leveln wollte und so, deswegen ist das so, wie es jetzt ist, eigentlich ziemlich gut. Kann ich nicht anders sagen. Man soll auch so. Hundenvorräte, so. Ja, können wir mal kurz gucken. Hier habe ich, fehlt nur noch die mystische Quest hier, die unsterbliche Flamme. Sonst, wenn dann ein Sturm zieht auf, das kommt dann natürlich auch noch. Aber wie man sieht, ich bin hier gut weit gekommen. Talisman habe ich mir jetzt immer noch nicht genau angeguckt, was ich nehmen soll und was nicht und was doch und was, etc. Wie gesagt, hier fehlt noch das eine. Rest ist alles gelevelt, deswegen kriege ich auch keine Punkte mehr. Und ja, der Rest ist halt eben, was man hier so alles sieht. Ja, da fehlen noch einige Sachen. Und das ist halt sind meine Ressourcen. Also eigentlich habe ich von allem genug. Kann man nicht anders sagen. Und ja, da kommen wir halt automatisch hin. Danke fürs Zusehen, danke für euren Support. Und dann sehen wir uns im nächsten Witz dann wieder. Tschüss.